YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bed Wars auf meinem Kanal. Heute wieder 8x1 auf der Map Ragnar. Und ja, ich habe heute ein kleines Thema dabei, und zwar Fanarts. Das habe ich ja schon mal in einem Video so leicht kurz einmal eingeblendet. Und zwar, es haben jetzt schon so viele Leute coole Sachen für mich gemacht. Zum Beispiel, darüber wollte ich jetzt zum Beispiel reden, hat Linex eine BW-Analyse über mich gemacht. Also er hat mein Spiel, sag ich mal, analysiert, was ich so gemacht habe, ob ich es gut gemacht habe, ob ich es schlecht gemacht habe und alles im Nachhinein bewertet. Also es war eine CW-Runde, die er bewertet hat. Und ja, erstmal riesen Dankeschön an dich. Ich habe mir die jetzt schon angeguckt und sogar zweimal und fand sie einfach richtig cool. Ihr könnt ja auch mal vorbeischauen. Link zum Video und natürlich dadurch auch zu seinem Kanal ist unten in der Beschreibung. Und auch wie letztes Mal habe ich ja in dem Video, wo ich Premium Plus, glaube ich, bekommen habe und es angesprochen habe, das Intro war auch von einem Fan, und zwar von Twin Arts. Auch bei denen natürlich gerne vorbeischauen. Die sind auch unten in der Beschreibung natürlich verlinkt. Und auch so habe ich schon total viele Bilder bekommen, wo zum Beispiel Leute einfach mein Merch haben. Und vieles andere habe ich auch schon bekommen. Ganz viele Glückwünsche von euch für Premium Plus. Freut mich natürlich auch mega. Dankeschön an euch. Und generell alles. Ich bin gerade einfach mega, mega happy, dass ihr meine Community seid, dass ihr ein Teil davon seid. Von dem ganzen Gesümsel, was ich hier auf YouTube mache. Das ist ja einfach nicht selbstverständlich, dass man so einem Irren wie mir zuguckt, sagt mal, beim Zocken. Und ja, einfach mal ein riesiges, riesiges Dankeschön an euch, die Community. Ohne euch hätte ich es niemals so weit geschafft. Und sowas muss einfach auch mal gesagt werden, weil ich das nicht als selbstverständlich ansehe, dass man hinter allem steht, was eine Person macht, die man mag. Und ja, generell, ihr seid einfach eine saugroße Unterstützung in allem. Ihr unterstützt mich sowohl in-game als auch auf YouTube, als auch ja, motiviert ihr mich mit euren netten Kommentaren und allem drum und dran. Das ist einfach nur mega krass. Und ja, danke. So, ich hoffe, ich hab die Runde jetzt schon, weil das ist ja... Nee, ist nämlich... Habe ich gerade falsch gelesen? Was lese ich denn da bitte? Ich dachte, das wäre der letzte. Dieser aber gar nicht. So. Ich bin gerade ein bisschen leiser, weil meine Eltern gerade schlafen. Aber trotzdem, ich wollte mich wirklich einfach mal komplett bei euch bedanken für allem, für alles, was ihr bisher getan habt für mich, dass ihr immer da seid. Und ja, ich bin froh, dass ich euch als Community habe. Und ich dachte schon, er macht F3S. Na, Respawn Code drin, Bro. Sind wir komplett verarschen, Alter? Ey, dieser Respawn-Code, ne, er ist schon leicht armselig. Ich nutze ihn ja nicht. Aber, ey, der ist... Mittlerweile finde ich den echt armselig. Ich habe ihn am Anfang auch genutzt, aber ich brauche den gar nicht. Was bringt es mir? Außer schnelles Respawn, was mein PC von alleine schafft. Der ist genauso schnell ohne Respawn-Code wie mit Respawn-Code. Und das... Ich verstehe es nicht, aber egal. So... Hoffen wir einfach mal, dass ich den jetzt gemacht bekomme. Und ich glaube, das ist das vorletzte vorproduzierte Video. Dann bin ich wieder zu Hause. Ich freue mich wirklich schon übelst auf die Gamescom, um euch da alle zu sehen. Mal gucken, wer sich von meinen Abos da so rumtreibt. Vielleicht auch so richtig aktive Subs, die ich
schon etwas länger kenne. Das wäre natürlich richtig, richtig cool, dass ich die endlich mal sehe. Da sind natürlich mega viele aktive Subs momentan. Okay, ciao. Aber am meisten würde ich mich ja wirklich freuen, wenn Louis Menk da wäre. Also so heißt er auf YouTube. Das ist mein allererster Abonnent und der ist halt immer noch aktiv. Und es freut mich einfach mega. Grüße gehen auch raus an dich. Und ich finde, das ist echt cool, dass ich meine, für mich ist das sowas wie ja, meine Geschichte auf YouTube steckt auch mit diesem Kerl irgendwie in Verbindung. Ich meine, hallo, er ist erster Abonnent. Und dass man dann immer noch bei 5000 Abos dabei ist, Props. Wirklich Props an dich. Und danke, dass du mich auch am Anfang sofort unterstützt hast. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern. Und ja. Freut mich wirklich enorm. Oh nee, wieso rutsch ich ab? Das kann doch nicht sein. Eieiei. Naja, aber vielleicht wer relativ lang jetzt schon dabei ist. Ich meine, ich lese viel in den Kommentaren und auch in-game, ich bin seit 100 Abos dabei oder 300. Kann man ja nie wirklich wissen, ob das wirklich so stimmt. Aber ja, wer wirklich schon lange dabei ist, weiß, dass ich damals ganz, ganz, ganz viel Singleplayer-Folgen hochgeladen habe und das richtiges Noob-Gameplay war. Ich habe selbst gegen Zombies verkackt. Also okay, das war ein Zombie und ich verreck gegen den. Das ist peinlich. Aber naja. Ja, und dann kam halt irgendwann die erste Bad Wars-Runde und alles. Das ist einfach cool. Ich habe noch kein einziges Video auf meinem Kanal gelöscht. Weil ich einfach finde, dass so etwas Geschichte ist von einem YouTube-Kanal. Wieso sollte man sowas löschen? Wenn sie einem nicht gefallen, die Videos, dann ist es halt so. Aber man sollte dahinter stehen, mit was man gemacht hat. Deswegen werde ich auch niemals diese Videos löschen. Es ist einfach selber eine saugroße Erinnerung an das, was ich mal gemacht habe. Und dass ich halt damals noch so ein Noob war. Ich meine, das ist selbstverständlich. Es war so klar. Hi, Bro. Ja, okay. Back dich halt noch mehr raus. Logisches GG an dich. Also heftigeres Buggen habe ich noch nicht gesehen. Zumindest nicht aus dem Cobweb. Teleportiert er sich auch wieder hoch, wenn ich den kill? Also runter drop oder wie ist das bei dem Typen? Frag ja nur so. Mein Grad war da ja auch schon relativ krass dabei. Weil eigentlich wäre der down gewesen. Soweit ich jetzt persönlich mein Auge hab blicken lassen. Okay, das war jetzt dumm. Okay. Wo ist denn jetzt das Bett? Da. So. Na, da bist du ja.
Ja, sehr logisch. Ah. Okay, ist klar, also so schnell baue ich auch durch Kisten durch. Ich meine, ich habe ja nicht das Loch geschlossen oder so. Also echt schöner Bettfucker. Ich glaube nicht, dass er legit war, aber okay. Ich wollte einfach mal auch sagen, danke an euch. Es ist mir jetzt auf dieses Gameplay ist mir komplett egal, auch dieser Loose. Ich wollte mich einfach nur bedanken bei euch für all das, was ihr bisher für mich getan habt und dass ihr immer noch hinter mir steht. Ja, wie gesagt, Links zu den Kanälen ist unten in der Beschreibung und ja, ansonsten kann ich nur noch sagen, bis zum nächsten Mal und tschö mit euch.